Name ist Dicker. Bin ich damit Herr Alois, die Schickelgruber, verbunden? Ja, Herr Schickelgruber, guten Morgen. Wie kann ich Ihnen dann weiterhelfen? Ja, guten Morgen, mein Name ist Dicker. Ich melde mich von der SKL Büsche Weisheit, weil Sie hatten vor ein paar Tagen an einem Online-Gewinnspiel teilgenommen und haben hier einen Treffer gelandet und erhalten den kostenlosen Euro-Joker. Mit dem Euro-Joker haben Sie die Möglichkeit, die 20 Jahresrenten zu monatlichen 10.000 Euro zu gewinnen. Diese Renten, die sind auch immer steuerfrei und auch vererbbar, ne? Und Sie können sich den Rentenjoker jetzt auch online anfordern, Herr Schickelgruber. Wenn Sie was zum Schreiben da haben, gebe ich Ihnen gerne mal die Webadresse durch. Ja? Ich bin jahreslos begeistert. Jetzt sagen Sie nicht, ich hätte tatsächlich mal was gewonnen. Das hätte ich ja nicht mehr für möglich gehalten, muss ich sagen. Also den Rentenjoker, den zahlt man ja normalerweise. Den haben Sie ja gewonnen, ne? Ja, das meine ich ja. Das ist ja einer da. Ich bin vom Pech verfolgt in den letzten Jahren. Erst haben wir die Ostgebiete verloren, dann hat es mit den Investments in Frankreich nicht funktioniert. Und jetzt gewinne ich doch tatsächlich beim Lotto. Das ist in der Tat eine gute Neuigkeit. Ich bin ganz Ohr, junge Frau. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Kein Problem, ich höre Ihnen gerne zu, Herr Schickelgruber. Also der Rentenjoker, wie gesagt, die Online, die Webadresse lautet www.028. Ist das jetzt eine Telefonnummer oder eine Internetadresse? Nein, das ist die Webadresse. Da sind Sie auch direkt auf der richtigen Seite. Ja, 028 50.de. Das gerade. Ich habe mir das noch einmal kurz notiert, weil mein Rechensystem momentan öfter mal in die Knie geht wegen den Stromgeschichten. Ach, das ist kein Problem. Ich kann Ihnen den auch mit der Post schicken, Herr Schickelgruber. Ich bin gerne gewillt, alles in meiner Möglichkeit Stehende zu tun. Und ja. Ihr Problem noch auf die Reihe zu kriegen, es ist mein Funker, der ist leider auch ausgefallen, krankheitsbedingt aufgrund der aktuellen Lage. Dass ich mit der ganzen Technik gerade etwas alleine dastehe und das ist, wenn man im Normalfall Personal dafür hat, ist das alles natürlich nicht mehr ganz so einfach, wenn man sich dann plötzlich selber damit beschäftigen muss. Ja. Weil der Herr Mitsch, der ist ja sonst immer ein sehr zuverlässiger Angestellter. Aber was will man machen, wenn man krank ist, ist man nun mal krank. Ja, also das ist ja jetzt höhere Gewalt. So, also ich habe es tatsächlich hinbekommen. Da ist eine junge Frau, die sitzt am Strand. Das sollte man zwar momentan auch nicht machen, aber das Bild ist sehr schön. Ja, also Sie haben jetzt, soll ich Ihnen jetzt zuschicken, jetzt den Rentenjoker, oder? Also ich habe es in der Tat geschafft, diese Seite aufzurufen. Okay. So, Herr Schickelgruber. Und dadurch, weil Sie diese Glückssträhne haben, hat man sie auch an mich weitergeleitet, weil die SKL von Juni bis November die größte Gewinnaktion aller Zeiten startet. Ja. Und wir spielen über 1,2 Milliarden Euro auf nur limitierte 3 Millionen Lose aus. Und Sie merken ja selber, es ist deutlich mehr Geld vorhanden als Lose, ne? Und weil wir auch möchten, dass jeder Teilnehmer was davon hat, deswegen stückeln wir jetzt die Millionen. Also nee, stückeln wir jetzt nicht mehr nach dieser Lage mit dem Virus. Es werden jetzt jeden Tag einmal 1 Million gezogen. Jeden Tag? Wo kommen diese ganzen Finanzmittel denn her? Wer hat die denn zur Verfügung gestellt? Also die SKL ist ja staatlich und Träger sind alle 16 Bundesländer und dadurch kommen solche enormen Summen ja zusammen. Ich weiß nicht, warum ich so viel Steuern bezahle, wenn das in die Lotterieausgaben fließt. Da werde ich ein dringendes Gespräch mit Baumann führen müssen. Sagen Sie, hat SKL etwas mit der HKL zu tun? Oder ist das nur eine Koinzidenz, dass das zufällig ähnlich klingt? Es gibt die SKL und es gibt die NKL. Das sind Die SKL ist die süddeutsche Klassenlotterie, ne? Und wie gesagt, die ist staatlich, ne? So. Worauf bezieht sich denn der Namenszusatz Klasse? Weil ich bin ja, sag ich mal, aufgrund meiner politischen Überzeugung ein klarer Gegner des Klassenkampfes. Das hat damit aber nichts zu tun, nehme ich an. Nee. Gut. Und ne? SKL hat dann auch, sag mal, nichts mit dem militärischen Begriff der HKL zu tun. Nein. Gut, weil das habe ich ja lange hinter mir gelassen. Ich bin heute mit Leib und Seele Lebkuchenproduzent. Ich hoffe ja, dass bis zur Lebkuchenzeit alles wieder im Reinen ist, aber man muss ja die Vergangenheit auch irgendwann mal hinter sich lassen. Ja, genau, das wäre auch gut, ne? Jetzt haben wir genug.
Das ist in der Tat richtig. Und ich hoffe ja, wenn das dann alles vorbei ist, dass die Menschen sich dann wieder voller Inbrunst Lebkuchenherzen schenken. Ja, Herr Schickel. Können Sie denn Lebkuchenherzen gebrauchen für ab Oktober in etwa? Wollen wir die Produktion wieder hochfahren? Kann ich Sie vormerken? Ja. Wenn Sie meine Glücksfee sind, dann muss ich mich natürlich auch erkenntlich zeigen. Das gebietet die soldatische Ehre. Ja, das ist ja nett, Herr Schickelgruber. So, also wie gesagt, wie jeden Tag 1 Million wird gezogen. Wie gesagt, das sind 6 Monate, ich glaube 183 Tage, wenn ich richtig nachgerechnet habe. Jeden Tag 1 Million, an jedem Wochenende sind es über 300.000 Ziehungen. Und Ende des Monats gibt es dann nochmal die Doppelchance mit 1.000 mal 1.000 Euro. Ne? So, dann haben wir noch einen Jackpot, der beträgt 20 Millionen Euro. Und in der 6. Klasse werden dann nochmal 419 Millionen Euro ausgespielt. Ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Es sind 6 spannende Monate. Das hört sich nach sehr viel Geld an. Ja, und da diese Lose, ja, sind über 1,2 Milliarden Euro, die jetzt in den nächsten 6 Monate ausgezahlt werden. Ne? Da diese Lose streng limitiert sind, hat man auch für sie 3 verschiedene Lospakete reserviert, wovon sie sich eins aussuchen dürfen, und das Ganze erhalten sie natürlich auch schriftlich von uns. Das ist ja heute wie Weihnachten. Das ist doch sicherlich eine sehr freudebringende Tätigkeit, wenn man Menschen hauptberuflich mitteilen kann, dass sie etwas bekommen haben. Ja. Ich stelle mir das sehr, sehr schön vor. Oh ja, das ist es auch, ne, Herr Schickelgruber. So, das ist das Einstiegspaket, das sind 4 Lose, komplett monatlich 60 Euro. Da beträgt die Gewinnchance zwischen über 96%. Dann die goldene Mitte, meine persönliche Empfehlung, das sind 5 Lose, komplett monatlich 75 Euro. So, dann haben wir noch das Profi-Paket, das sind 6 Lose zu monatlich 90 Euro. Da beträgt die Gewinnchance auch schon über 99%. So, und die Lotterie ist begrenzt, sie läuft nur von Juni bis November, also nur die 6 Monate, nicht länger. Dann sind auch schon die 1,2 Milliarden Euro ausgespielt. Und ich gebe Ihnen da jetzt auch gerne mal meinen Namen zum Ausschreiben und eine Codenummer, damit Sie auch wissen, mit wem Sie gesprochen haben. Für Codenummer bin ich immer sehr, sehr zu haben. Das ist alles noch, damals ist das hängen geblieben. Ich habe ja immer die Nachrichten übermittelt, und das ist auch alles immer chiffriert und kodiert gewesen, damit man da zwischendurch nicht einfach sagen kann, ich lese da jetzt mal drüber. Ja. Auf welcher Verschlüsselungssprache arbeiten wir denn? Vielleicht ist mir der Verschlüsselungssatz sogar noch geläufig von damals. Also die Codenummer, die lautet 2412. Das ist zur Sicherheit. Das ist also ja Weihnachten. Jetzt vorhin haben wir gesagt, das ist ja Weihnachten. Und jetzt haben wir den Heiligen Abend als Sicherheitsnummer. Jetzt müssen wir aber aufgrund der Sicherheitsvorkehrung müssen wir dazu denken, dass ein 4-stelliger Code, der nur aus Zahlen besteht, ja sehr leicht zu knacken ist. Ich würde da auf jeden Fall einen Groß-, einen Kleinbuchstaben und ein Sonderzeichen noch einfügen wollen, damit die Alliierten gar keine Möglichkeit haben, das zu entschlüsseln. Mit Angabe der Codenummer melden wir uns in Zukunft immer telefonisch bei Ihnen. Sollte diese Codenummer nicht durchgegeben werden, dann sind wir das nicht. Und wir rufen Sie auch immer von der SKL Bösche an. Bösche Weisheit. Und dann schreiben Sie bitte noch meinen Namen auf. Mein Name ist Dickpop. D-I-C-K-O-Doppel-Paula. Ja, der Natur bin ich auch. Also können wir da jetzt kein Sonderzeichen mehr einfügen, dass wir ein Ausrufezeichen hinten anfügen. Das haben bei uns die Oberen alle so gemacht. Ne? Dann ist da dringend einmal eine Unternehmensberatung in Sicherheit der Linearverschlüsselung nach der Enigma-Routine notwendig. Das ist in keiner Form sicher. Sehen Sie doch mal 24.12., das ist ein Datum, das kennt jeder Mensch. Diese Verschlüsselung hat eine sehr, sehr niedrige Sicherheit. Ja, aber das ist ja jetzt bei uns nicht so dramatisch. Das ist ja nur, damit die Kunden wissen, wenn wir das die 24.12. sagen, damit die auch wissen, dass wir das sind. Aber es geht da doch um 1,2 Milliarden. Wir reden hier ja nicht von einer Zahnpasta-Packung oder von Taschentüchern. Auch wenn Taschentücher wahrscheinlich momentan fast genauso viel wert sind wie Lotteriegewinne. Ich denke mal, dass die 1,2 Milliarden auch bestimmt
eine andere Sicherheitsnummer haben. Das hoffe ich doch, weil ansonsten sind ja auch die Kundendaten nicht sicher. Stellen Sie sich vor, die Russen bekommen das mit. Was uns vorstehen würde. Bei der SKL ist alles unter strengsten, also wir stehen auch immer unter amtlich, unter strengsten Datenschutz. Da gehe ich auch schwer davon aus. Wir haben ja auch lange genug daran gearbeitet. Ja, die SKL Böische ist ein Familienbetrieb, die gibt es schon über 200 Jahre, ne? So, Dann gab es Ihre Firma ja schon zu Zeiten des Reiches. Das ist natürlich sehr lobenswert. Ja, natürlich. Das kann man auch alles nachschauen, ne? Das ist in Patrick. Ich werde jetzt aber nicht, verzeihen Sie mir, dass ich deswegen jetzt nicht extra ins Reichsarchiv nach Berlin fahre, um das nachzuschlagen. Der Weg wäre etwas weit und aufgrund der aktuellen Gegebenheiten verbleibe ich doch lieber am Obersalzberg. Ja, genau. Das soll man auch besser mal machen, ne? Das ist ja alles nicht zu unterschätzen. Herr Schickegruber, die Gewinne überweisen wir auch immer innerhalb von 3 Werktagen steuerfrei. Ne? Und jeder Gewinn ist höher als der Loseinsatz. Das ist 100% staatlich garantiert. Ne? So, und es gibt auch keinen Gewinneinsatz mehr. Alle Gewinne werden immer innerhalb von 3 Werktagen steuerfrei auf Ihr Konto überwiesen. Ne? Den Rentenschub, weil den haben Sie jetzt schon gewonnen. Der ist für Sie jetzt auch aktiviert. Da müsste ich nur wissen, welches Lospaket soll ich Ihnen denn zuschicken, Herr Schickegruber. Jetzt haben wir so viel gesprochen, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, um ehrlich zu sein. Das ist kein Problem. Würde ich Ihnen etwas ausmachen, das nochmal zu wiederholen, bitte? Natürlich mache ich das. Das sind 4 Lose komplett monatlich 60 Euro. Da beträgt die Gewinnchance schon über 96%. Dann die goldene Mitte, das sind 5 Lose komplett monatlich 75 Euro. Dann haben wir noch das Profi-Paket mit 6 Losen monatlich 90 Euro. Da beträgt die Gewinnchance über 99%. So, und die Lotterie ist begrenzt und sie läuft nur von Juni bis November. Können Sie sich noch dazu schreiben? Spielbeginn ist der 1.6. und das Spiel endet am 30.11. Das ist ja synergiert ja wunderbar mit der geplanten Ardennenoffensive. Juni bis November, sagen Sie. Gut, das wäre natürlich, wären die zusätzlichen Finanzmittel dann eine Erleichterung der Gesamtplanung, weil man natürlich noch nicht weiß, was man bis dorthin zu erwarten hat. Ja. Sie verstehen die missliche Lage, in der ich mich befinde. Ja. Also Herr Schickegruber, da müsste ich nur wissen, welches Lospaket soll ich Ihnen denn zuschicken? Jetzt stellt sich ja natürlich noch die Frage, das ist ja der Grundgegenstand des gesamten Telefongespräches. Welches dieser Pakete habe ich denn gewonnen oder steht mir die Wahl da frei, wie in einer Demokratie? Nee, die müssen Sie ja bezahlen. Ne? Der Rentenschucke, der war ja umsonst für Sie, das ist kostenlos für Sie. Wie gesagt, das sind 4 Lose, habe ich aber jetzt auch gesagt. 4 Lose komplett 60 Euro. 5 Lose komplett 75 Euro und 6 Lose komplett monatlich 90 Euro. Da müssen wir jetzt ja im Prinzip nur noch abklären, was habe ich denn jetzt gewonnen? Das habe ich dann den lassen, und der bezieht sich worauf? Der Rentenjoker, den haben Sie gewonnen, den zahlt man normalerweise, der war ja für Sie, ist ja für Sie kostenlos, ne? Und wann findet das statt? Dann habe ich das im Eifer des Gefechtes vollkommen überhört. Das hatte ich dann zum Anfang gesagt, ne? Das ist ja auch schon eine Weile her. Also was habe ich davon? Wann wird das gespielt? Wann findet das statt? Sagte ich bereits, die Lotterie, der Rentenschoker, der ist jetzt schon für Sie aktiviert, ja? Und Lospakete, da beginnt die Lotterie am 1., schreiben Sie sich noch dazu, am 1.6. und endet am 30.11. Das sind nur die 6 Monate, ne? Das bezieht sich jetzt auf den Gewinn. Auf die Lotterie. Können Sie mir darauf bitte auch noch die vierstellige Gewinnzahl, die Sicherheitsnummer durchgeben? Das ist die 2412. Na, aber das ist ja ein ganz anderer Vorgang. Das muss ja, in jeder Vorgang muss ja seine eigene Sicherheitsnummer haben. Sonst können wir die Sicherheitsvorgabe der Enigma-Verschlüsselung nicht erfüllen. Das habe ich Ihnen eben auch in dem Zusammenhang von den Lospaketen diese Nummer durchgegeben. Ja, weil wir sind jetzt ja bei einem anderen Produkt. Das muss ja jedes Produkt aufgrund der Sicherheitsvorgabe eine andere Nummer vorweisen. Herr Schickegruber, mit Angabe dieser Codenummer melden wir uns in Zukunft immer telefonisch bei Ihnen. Das ist eine Sicherheitsnummer. Sollte diese Codenummer nicht durchgegeben werden, dann sind wir das auch nicht.
Ja, das ist die Sicherheitsnummer für das Lottoereignis. Und jetzt ist ja die Frage, die sich mir in meiner Funktion als Reichskanzler stellt, welche Sicherheitsnummer hat der Rentenjoker? Der hat keine Sicherheitsnummer. Der ist in der der ist bei der Verlosung dabei, ne? Also Sie sind auf jeden Fall bei der Verlosung mit dabei. Sie sind auch registriert. Und sobald Sie gewonnen haben, bekommen Sie auch sofort Bescheid. Und alle Gewinne werden auch immer innerhalb 3 Werktage steuerfrei auf Konto überwiesen. Ne? Das ist korrekt. Gesagt, Ihre Lose nehmen an jeder Ziehung teil und Sie fallen auch nicht nach dem ersten Gewinn weg. Und es geht ja eigentlich nur um die SKL-Bösche. Ne? Ja, nun ist ja allerdings die Frage, wenn wir keine Sicherheitsnummer haben, wie wollen Sie mich über Gewinne vom Rentenjoker informieren? Ich würde ja sofort das Fernsprechgerät weglegen, wenn die Gegenseite, sag ich mal, sich nicht mit einer Sicherheitsnummer akkreditieren kann. Also Herr Schickelgruber, wenn Sie gewonnen haben, kriegen Sie sofort Bescheid, ne? Wie jeder andere Kunde auch. Ja, aber da müssen wir eine Sicherheitsfreigabe festlegen. Da werden Sie benachrichtigt. Da brauchen Sie keine Sicherheitsnummer. Na, selbstverständlich. Wie sollen wir denn sonst das Ganze vor fremden Zugriffen schützen? Jetzt hat die gute Frau aufgelegt. Zu schade. Aber so ist das nun mal. Gegen mich hat man nun mal einfach keine Chance. Die Alliierten haben die Enigma geknackt, sie haben die Siegfried-Linie geknackt und sie haben mein Porzellan gestohlen und diese Frau gibt immer noch keinen Wert darauf, dass alle seine Sicherheit haben muss. Das ist ein Skandal. Und noch skandalöser ist es, dass es diese Familienbetrieb unter staatlicher Aufsicht, der seit 200 Jahren existiert, immer wieder erzählt seit vielen, vielen Jahren, wo ich jetzt diese Anrufe bekomme, dass sie 1,5 Milliarden, manchmal sind es 1,2, manchmal 1,3 ausspielen, dass es so etwas noch nie gegeben hat, es aber nur wenige Monate dauert und trotzdem wird mir seit Jahren immer wieder dasselbe erzählt. Und das Gespräch wird eröffnet mit, ich habe etwas gewonnen. Und jetzt wird ihr bei den Nachfragen gehört habt, existiert dieser Gewinn quasi gar nicht, sondern ist nur der Aufhänger, um den vermeintlichen Werbeanruf zu legitimieren. Und das ist natürlich in keiner Weise akzeptabel. Ich hatte leider keine Möglichkeit, jetzt mehr nach Fegelein zu fragen. Der hat sicher etwas dagegen, dass in seiner Abteilung so ein Chaos herrscht.